Schon mehrfach hat es Gerüchte um mögliche Doppelgänger des russischen Präsidenten Wladimir Putins gegeben. Ein neuer Vorfall nährt diesen Verdacht. Am Donnerstag erschien der Machthaber im russischen Staatsfernsehen live an zwei Orten gleichzeitig. Ab 11.55 Uhr war Putin in einer Besprechung mit dem Nationalen Sicherheitsrat Russlands. Die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti übertrug die Sitzung ab 12.03 Uhr live für rund 15 Minuten. Um 12.15 Uhr legte Putin dann allerdings am Grab des unbekannten Soldaten Blumen nieder. Vom Senatsgebäude im Kreml, wo Putin sein Büro hat, bis zum Grabmal für den unbekannten Soldaten sind es ca. 12 Minuten Fußweg. Selbst wenn der Kreml-Chef direkt nach der Sitzung zum Grabmal gegangen oder gefahren wäre, wäre es bereits deutlich später gewesen. Der Beweis also für einen Putin-Doppelgänger? Es könnte auch eine andere Erklärung dahinter stecken. Sogenanntes Konservenfutter, eine Aufzeichnung eines Auftritts von Putin, der im Fernsehen aber das Etikett live verpasst wird. Eine ehemalige Mitarbeiterin eines Putin-treuen Senders beschrieb das als gängige Praxis.